Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Firma mit den Herrn Blaze und dem Rosamoon. Ja, Minecraft Firma, werdet ihr sagen, was ist das? Ja, das ist unser neues Projekt. Ich und Blaze zusammen, ohne irgendwelchen Schnickschnack. Ohne irgendwelchen Schnickschnack mit ganz vielen Mods. Wir haben ein bisschen überlegt, wir dachten uns, komm, wir machen einfach eine Firma draus. Bauen uns auch sowas auf. Ja, auf jeden Fall. Eine richtig schöne, fette Firma. Ohne irgendwelchen Schnickschnack meine ich deswegen, weil die letzten beiden Projekte, die wir eigentlich mal zusammen machen, hatten wir ja immer Anhängsel dabei. Das stimmt, ja. So ein Projekt zwischen uns zwei, das ist schon eine Weile her. Genau, das letzte war... Oh je. Also wir hatten das letzte war jetzt Yogg-Box Nightshift. Ja, das war mit den Combo-Helden zusammen, also mit zwei davon. Wir hatten, also ich erinnere mich noch, wir hatten Hexit, wir hatten Crazycraft, wir hatten... Einiges. Ja, ein paar, ne? Ja. Auf jeden Fall bei den letzten beiden Projekten hatten wir jeweils einmal den Techniker dabei und dann die anderen beiden jetzt. Und jetzt sind wir wieder, nur wir beide, der harte Kern. Wir bauen eine Firma auf und verkaufen die Welt oder so. Genau. Ich habe keine Ahnung. Für alle, die es interessiert, was wir spielen das Modpack Direwolf 20 im Vize-Beast Launcher erhältlich. Auf der Version 1.03. Ja, die Version ist egal. Wir müssen den Server vielleicht nochmal updaten, gucken wir mal. Im Moment ist es 1.03. Nehmen die Blume mit. So, und wir haben jetzt zwei hübsche Bücher, die werde ich immer direkt wegpacken, die brauche ich nicht. Ja, das stimmt. So, und, sollten wir mal so langsam uns beeilen, weil sonst haben wir gleich wirklich ein kleines. Ich mache mir jetzt erstmal schnell hier zumindest Holzwerkzeuge. Richtig so. Und dann werden wir uns gleich erstmal eine freie Fläche suchen, weil so eine Firma muss natürlich groß und imposant werden und das wollen wir hier nicht mit dem Wald bauen. Ja, so ein richtig schönes Firmengelände einfach, auch mit da kann man ja so viel machen, ne, mit hier Außengelände so, und... Mit so Zaun, Gate und sowas, ja genau, das ist schon... Oh, machst du ein bisschen Benchmarking? Yep. Das ist so, sehr gut. Erstmal eine Pickehaxe. Ein Schwerteline. Und vielleicht noch eine Schoffel. Du willst ja Sachen machen, meine Jut. So, mal das Grundgerüst erstellen. So, jetzt ist natürlich die Frage, in welche Richtung gehen wir. Ich habe jetzt mal die Map vorhin schon mal kurz aufgemacht. Also es ist halt rund um uns rum nur Wald. Ich bin fast der Meinung irgendwie, dass wenn wir so ein bisschen, wenn wir die Map aufmachen, Richtung Norden gehen, so Nordwest in die Richtung, da ist so ein ganz kleines Fitzelchen, ne? Ja. Also ich sehe da noch nichts, dass da irgendwie frei wäre. Ja, ich habe das, keine Ahnung, das rendert bei mir ein bisschen größer, aber Ich würde eher nach unten rechts gehen. Also über den Fluss drüber, unten rechts, da wo so ein bisschen steinig wird, da könnte auch vielleicht was kommen. Naja, da kommt halt diese Hügellandschaft, ne, die sehe ich da hinten schon, die ist echt ekelhaft. Ach ja, das sind ganz viele Berge. Ja, okay, du hast recht. Dann laufen wir Richtung Norden. Sollen wir diese Magic-Pflanzen gleich mitnehmen, die wir auf dem Weg haben? Ach komm, die gibt es so viele hier. Die gibt es wie Sand am Meer. Ach, wenn ich schon direkt über eins drüber laufe, nehme ich sie mit. So. Pilze! Scheiße. Ja, aber ich freue mich mal wieder drauf. Hier so ein Modpack in trauter Zweisamkeit. Oh ja, ich habe es auch schon vermisst. Weil da kann man sich am besten auch irgendwie unterhalten. Weil sonst hat man ja immer das Problem, dass man so... durcheinander redet mit anderen Leuten. Ja, das stimmt. Lass uns mal Schafe killen hier. Oh, hier ist ein Morph-Mod drauf. Ja, natürlich. Du bist mir nicht böse, wenn ich hier den Regen wegcheate, ne? Ja, das ist das. Also, wir haben generell gesagt, wir cheaten nicht, aber Regen, Aufnahme, Scheiße und so. Ja, okay, ich hab den Regen ja komplett gemutet, aber zum einen ist es FPS-lastiger. Ja. Und zum anderen mag ich Regen in Minecraft nicht. So, ich muss mal auf den Rosser ein bisschen warten, nicht, dass ich den jetzt gleich verliere. Bist du auf dem Minimap, siehst du mich doch. Achso, stimmt. Guck, ich bin hinter dir, dreh ich mal um. Wie sehe ich aus? Ah, wie sie leckt. Er hat schon wieder einen Hut. Sehe ich auch aus wie ein Schaf oder das nicht? Nö. Achso, okay. Ich habe den Zaubererhut hier aufgesetzt. Ja, du musst dich ja selbst noch morphen, ne? Achso. Ja, aber morpht man nicht automatisch, wenn man eins Tier tötet? Das war in Crazycraft damals. Achso, das ist jetzt nicht mehr so, okay. Das heißt aber, wir können theoretisch auch fliegen, wenn wir Fledermaus kriegen, ja? Lass mal hier, guck mal, hier ist gerade Eisen. Lass mal hier ein bisschen Stein arbeiten, damit wir hier schon die ersten. Das ist kein Eisen, das ist Aluminium. Ach, shit. Aber Stein können wir trotzdem mal eben mitnehmen, hier so ein bisschen. So jeder so 10 oder sowas, damit wir, oder. Ja. Damit wir einfach ein bisschen was haben, schon mal direkt. Ja, neue Spitzhacke, Ofen, also eigentlich 15 wären praktisch. Zwei Öfen, zwei Spitzhacken. Ja, und vielleicht auch, ja, nimm einfach, oder jeder nimmt 20 mit, dann haben wir erstmal ein bisschen Stein. Dann können wir gucken, was wir noch rausmachen müssen. Was ich gleich mal gucken wollte, hier geht's doch Was hast du da unten? Nee, ich wollte nur gucken, ob hier, Kohle da ist. Und hast du welche gesehen? Hä, hast du? Ich hab Kohle, ja.
Hast du denn die Spitzhacke, damit du das abbauen kannst? Das geht doch mit der normalen nicht, oder? Gib mir der Holz. Echt? Wo hast du die Kohle denn gefunden? Wo bist du denn? Da unten. Da gehe ich nicht hin, das ist mir zu dunkel. So, ne. Es gibt also wieder 1000 Sachen hier wieder von den Dings. Also Dire Wolf 20, für die, die es nicht kennen, das ist, ja, viele technische Sachen, aber auch ein paar Magic-Sachen drin. Ist also eine, also man kann es vergleichen, es ist so ein Mix mit drinnen, wie zum Beispiel auch im Vizibeast Monster. Ja. Also von allem ein bisschen. Genau. Kommst du jetzt wieder hoch? Ich habe jetzt, glaube ich, schon ein bisschen Stein eingesammelt. Ja, ich bin mit der Kohle hier auch durch. So. Sollte erstmal reichen, 13 Kohle, um ein bisschen was zu brennen. Das reicht ja erstmal. Ich habe 42 Stein. Gut. Dann können wir weitergehen. Einmal weiter. So, wo mussten wir jetzt hin? Also Norden hast du gesagt. Norden ist... Ach du Scheiße. Siehst du jetzt, was für ein Biom ist, oder was? Ja. Nee, warte mal, lass mal nach links gehen, da unten, da ist doch Wiese. In Richtung Westen, genau. Oh, hier baut es vor mich nicht auf, egal. Ja, der Server braucht mich. Klar, das ist eine komplett neue Map. Ja. Oh, Bienen sind auch mit drauf. Na, schön. Das ist halt ein Magic Forest, ne, da drüben. Ach, das ist Magic Forest? Ja, natürlich. Ach, Scheiße. Also ihr habt Verständnis dafür, dass wir erstmal ein bisschen laufen werden, damit wir eine Ebene finden. Ja. Und dass wir zwischendurch Lecks produzieren, das ist ja auch gleich ein Magic Forest. Aber warte mal, ist dahinter nicht irgendwie... Boah. Ich kann mich gar nicht bewegen. Ich mich gerade auch nicht. So, jetzt geht's wieder. Ich warte mal, bevor ich mich weiter bewege. Ich drück mal J und guck mal. Nee, ich meine nicht den Magic Forest. Der kommt jetzt vor uns, aber danach, links weiter oben. Ja genau, das habe ich auch gerade gesehen. Da wäre eine Freifläche. Ja, da wollte ich doch eigentlich hin. Genau, der Magic Forest ist jetzt nur auf dem Weg dahin gewesen. So, die sollten wir auf alle Fälle mitnehmen für Essen. Noch habe ich keinen Hunger. Ich schon, eine halbe Keule fehlt mir schon wieder mal. Aber hier werden ja ganz viele Pilze, das ist auch praktisch, Pilzsuppe zu machen. Ja. Können wir auf jeden Fall hingehen und uns was holen hinterher. Also einen Holzmangel haben wir schon mal nicht. Ja, wenn wir genug Wald in der Nähe haben. Und hier kommt doch jetzt, das ist doch Ebene hier. Gucken wir mal, wie groß die ist. Wir wollen natürlich eine große Fabrik bauen, ne? Also eine große Firma. So, müssen wir uns eigentlich sagen. Ja, ist auch so. Man merkt es immer in den Modpacks, wo diese fetten Bäume mit drin sind, ne? Ja, ja, die produzieren einfach Lecks. Ja, wie Sau. So, Esel hätten wir ja auch schon. Ah, ja, ich bin schon von Anfang an dabei, Blaze. So, da drüben wäre doch, glaube ich, was Passendes. Kann das sein? Hätten wir ja auch ein bisschen Wasser in der... Nee, ach nö. Was ist denn da? Ach, da ist schon wieder so ein scheiß Altar, wo die Ritter spawnen können. Wollen wir den jetzt relativ schnell abbauen? Meinst du? Mit der Holzspitzhacke? Ja, nee, lass mal. Wir können noch weiter. Entweder hier jetzt, aber hier ist der Altar, oder wir gehen noch weiter nach rechts. Wir gehen noch ein Stück weiter. Wir haben ja Zeit, ne? Die erste Folge ist immer so ein bisschen Platzwahl, die ersten Sachen sammeln. Platzwart. Und da hinten ist Sumpf. Ja, aber hier doch direkt jetzt hier so? Wir müssen halt relativ schnell aua. Die meine, Sachen abbauen. Ist das nicht in Ordnung hier? Ja, wie gesagt, wir müssen halt was gegen die Ritter-Dingsbums hier machen. So, ich gucke jetzt mal. Ja, ich laufe nicht bis hier rüber. Gibt's hier noch. Ach, jetzt gibt's noch Schafe. Sollten wir alle. Oder wie viel Wolle hast du denn? Ja, noch nicht genug, glaube ich. Warte mal, lass mal die beiden töten. Wir brauchen ja 6 Wolle, ne? Kann sein, dass hier auch nur einer schlafen muss. Ich habe 4 Wolle. Bin mir nicht ganz sicher. Also ich hab aber ich hab da hinten noch mehr Schafe. Ich hol dir mal eben. Alles klar. Bauen wir erstmal nur eine kleine Butze oder was? Erstmal so ein Übergangshaus. Ja, natürlich. Eine Höhle. Nee, kein Dreckloch. Aber wir haben hier genug Holz, ne? Okay, dann gehe ich eben Baum fällen. Oh, wir haben jetzt sogar Rubberwood. Dann fällen wir mal eben schnell ein bisschen Holz hier. Also machen wir erstmal so ein kleines Haus, wo wir drin schlafen können und dann bauen wir uns von da aus die große Firma auf. Ja. Jupp. Ihr könnt uns übrigens, wenn ihr hier zuguckt, einen Firmennamen geben lassen. Also wir suchen noch einen Namen für unsere Firma. Schreiben wir dann draußen dran. Das wird lustig. Könnt ihr uns gerne hier reinposten, was ihr euch vorstellt, wie unsere Firma, die Firma von Blaze und Rothermoon, heißen könnte. Dann schreibt das hier unten einfach mal rein und entweder nehmen wir den besten Vorschlag oder wir lassen nochmal abstimmen, mal gucken. Je nachdem, wie viele von euch mitmachen, was für Namen kommen. Also, so. Seid kreativ! Bisschen jetzt. Mehr Holz. Zack, zack.
dann packen wir hier unten mal in die Nähe ein Crafting Table hin. Und ich kann euch gleich sagen, die dicke Olga nennen wir uns nicht. Die dicke Olga. So, einmal gleich eine Stone Axe und... Wo wollten wir das denn jetzt hinbauen? Hast du schon irgendwo ein Crafting Table? Am besten bauen? Zwei... Jo, hab willst, ich. Da willst du jetzt das Haus drum rumbauen, ja? Ne, muss nicht. Kann auch ein bisschen... wir sollten uns mal hier... Ja, wir müssen ja eh weiter am Rand bleiben, damit wir dann für die Firma ein großes genug... Oder willst du einfach die Firma drumherum bauen? Du, ist kein Problem, weil ich kann da hinten noch so ein bisschen den Wald ausweichen. Also wir haben eigentlich genug Platz. Wir können hier ein bisschen hier Terraforming machen. So, und gucken wir mal. Muss einer schlafen oder zwei? Ich glaube zwei. Ne, einer reicht. Einer reicht. Gute. So, ich werde mich gleich mal um so ein bisschen Eisen kümmern. Boah, die Lava hier, die stinkt, ne? Oh, und erstes kleines Haus nur, ne? Oh, falsches Holz. Oh, hier geht's runter, nice. So, jetzt hätte ein paar bisschen Kohle da lassen sollen, ne? Das wäre cool gewesen. So, lass ich dir mal die Hälfte da, aus dem Rest mal mehr Fackeln. Ah ne, ich brauche erstmal ein bisschen was zu essen, bevor ich hier runtergehe. Total viele Pflanzen jetzt schon im Winter. So, einmal noch ein paar Sticks machen. Also unser Haus wird nicht groß, aber es muss ja auch nicht, ne? Ne, für den Anfang nicht. So, dann haben wir Fackeln. Ofen können wir auch noch eine machen. Dann mache ich mir gleich ein bisschen was zu essen. Hot Topic! Ach komm, können wir derweil hier draußen neben dem Crafting Table stehen lassen? So, Give me meat! Gibt's hier irgendwie so eine Schüsselmod drauf? Weißt du nicht, ne? Gucken wir mal. Schießel. Jo, die normale Schüssel ist drauf. Die normale? Ja, also das, was wir in der WG zum Beispiel auch benutzen. Okay. Echt? Warte mal, da muss ich mal eben. Sucht er bei mir nicht? Weiß ich nicht. Schüssel, Schüssel, Schüssel. Kappen das Schüssel? Nee, wo ist denn das dann? Wenn du nur Schüssel eingibst, das ist der mit dem orangen Griff und weißen Dings. Schüssel 5030. Du kannst auch nur nach der Nummer 5030 suchen. 5030. Ah ja, da ist er. Ein Eisen, ein Stick, okay. So, zack. Also ich kümmere mich jetzt gleich, also ich schau mal, dass ich jetzt gleich ein bisschen Eisen kriege. Ja, ja, alles easy. Aber wir haben ja Zeit, ne? Ach, das ist ja alles Rubberwood, ne? Naja, musst aufpassen. Kochst du hier gerade Essen oder was? Yep. Steaks magst du da rein, okay. Steaks habe ich keine. Nehmen wir mal zwei raus. So, das reicht gut. Einmal, zweimal. Wo packen wir die denn hin? Ach, komm hier. So. Bücher da lassen, Seeds da lassen, braucht kein Mensch. Seeds, doch, wieso? So, nehmen wir uns das Essen noch mit, dann gucken wir mal. Und weißt du, was ich hier cool finde? Wir haben ja gleich einen Mülleimer. Ja, ja, hinterm Haus direkt. Was rennt da für Goblins oder sowas? Okay. Denke ich mal, die sind voll hässlich. Mhm. Aber die tun, glaube ich, nichts, ne? Nee. So, meins. Oh! Earth Infused Stone. Was mich immer. Moment, lass mich mal kurz gucken. Schade, es gibt hier kein. Ach, wie ist es noch schnell? Wir nehmen aber am Stück auf, ne? Wir machen nicht jede Folge Pause, oder? Nee, wir nehmen am Stück auf. Hier gibt es leider keine Magical Crops. Schade. Ich hätte wieder gern so schöne Felder gezimmert. Mehr Kohle braucht der Blaze. Ja, Kohle brauchen wir auf jeden Fall noch. So, jetzt würde ich gerne.